Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grim Fandango, in der ich gemerkt habe, dass ich einfach den Bolzen aus der Tür, bevor er sie zugemacht hat, einfach mal rausdrehen sollte. Und naja, jetzt können wir da einfach reingehen. Oh Mann, so einfach wäre es gewesen. Okay, so, die Tür ist jetzt angelehnt. Yay. Oh Mann. Manchmal findet man einfach es nicht raus. Okay. Abgeschlossen. Brauchen wir jetzt einen Schlüssel? Verdammt. Kommen wir von einem Rätsel direkt ins nächste. Aber er hat eine Karte reingesteckt. Machen wir einfach auch mal. Ha. Zu viel Luftdruck. Okay, das habe ich jetzt sogar schon selber herausgefunden. Wenn eine Karte zu viel Luftdruck hat, dann können wir jetzt endlich das nutzen, was wir schon die ganze Zeit immer mal wieder genutzt haben. Vielleicht ist es euch auch gekommen. Ja, bei den Locher hier. Weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was wir damit verwenden können. Manny, ah. Was machst du da? Ich zinke Karten, Schätzchen. Ja. Diese Karte kann ich hier nicht ausspielen. Sehr gut. Haben wir jetzt die gezinkte Karte? Da rein müssen wir. Yay, die Tür ist immer noch offen. Okay. Jetzt müsste eine Karte gelocht sein. Ach, sind jetzt alle gelocht? Ah, nein. So. Mal schauen, ob das jetzt geht. Yay! Kolomar, Kundennummer 9308. An Windpocken gestorben, Todeszeitpunkt, bla bla bla. Aha, positive Merkmale, hat sterbenden Kindern freiwillig Geschichten vorgelesen. Das ist gut, wirklich gut. Ich glaube, du bist es, Mercedes Kolomar. Du bist genau die Richtige für mich. Haha. Glottis, bist du verrückt? Was ist in dich gefahren? Das war ein Firmenwagen. Wow. Oh yeah, und jetzt ist er es richtig firm. Befreien. Oh mein Gott, was ist das für ein Auto geworden? Passt auf jeden Fall viel besser für den Tod. Buenos dias. Sind Sie die Schwester? Nein. Sie sind nicht hier, um ihr Medikamente zu geben? Aber ich bin hier, um ihren Schmerz zu lindern. Schätze, man konnte mich nicht retten. Nein, aber vielleicht können Sie mich retten. Das bedeutet yeah. Eine Verantwortung, Mr. Calavera. Wie kommen Sie darauf, dass ich ein so guter Mensch war? Miss Colomar. Meche, bitte. Meche. Ich kann es in Ihren Augen sehen. Und in Ihrer Akte. Sie haben sich für ein Erste-Klasse-Ticket qualifiziert. Ihre Reise geht nach nirgendwo. Was? Habe ich etwas falsch gemacht? Laut Ihrer Akte nicht. Makelloser Lebenslauf. Zumindest das Stück, das ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob mir Ihre Anspielungen gefallen, Mr. Calavera. Warum hat sie sich für nichts qualifiziert? Sind Sie sicher, dass Sie Mercedes Colomar sind? Ja, möchten Sie meine Mutter mal sehen? Wie können wir denn das sehen? Sie ist ein Skelett. Das will ich sehen. Klar, wo ist es? Dort, wo ihr Jungs meine Haut hingepackt habt. Dachte ich mir. Gibt es etwas in Ihrer Vergangenheit, das Sie mir verschwiegen haben? Einiges, wenn man bedenkt, dass ich Ihnen noch gar nichts erzählt habe. Sie ist auf jeden Fall schlagfertig. Ist sie eine Tierquälerin? Niemals. Ich liebe Tiere. Ich habe einmal freiwillig in einem Tierheim gearbeitet und... Danke, das genügt vollkommen. Verdammt. Waren Sie eine große Nummer unter den Ladendieben? Naja, man hat mich einmal verdächtigt. Wirklich? Aber ich war unschuldig. Das Hühnchen ist mir aus dem Laden nachgelaufen. Oh... Verdammt, sie ist einfach zu gut. Aber warum? Haben Sie jemals Ihren Mann betrogen? Warum Mr. Calavera, ist sie dann nicht dafür qualifiziert? Sehen Sie einen Ring an meinem Finger? Nein, aber auch keine Haut. Tja, dann werden Sie mir einfach glauben müssen. Umweltverschmutzung. Oh, Manny.
Fällt Ihnen denn nichts Besseres ein? Haben Sie viel gemordet, als Sie noch lebten? Selten. Selten? Okay. Wie steht es mit Steuerhinterziehung? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Steuern gezahlt. Aha. Weil ich nie genug verdient habe, um besteuert zu werden. Die meiste Zeit habe ich ehrenamtlich gearbeitet. Aha. Sie ist einfach zu gut. Geben Sie mir etwas, womit ich arbeiten kann, Mädchen. Würde es Ihnen helfen, wenn ich jetzt noch etwas anstelle? Ich fürchte nein. Tut mir leid. Verdammt. Nie einen umgebracht? Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich habe nie jemanden umgebracht. Shit. Nicht einmal einen klitzekleinen Mord? Vielleicht habe ich mir einfach nicht genug Mühe gegeben. Ich gebe auf. Sagen Sie doch nicht so etwas, Manny. Entschuldigen Sie mich. Ich muss versuchen, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Das gibt's doch nicht. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen solche Umstände mache, Mr. Calavera. Sie machen doch keine Umstände, aber nennen Sie mich doch Manny. Hat sie das nicht eben sowieso getan? Können wir nicht vielleicht irgendwas hier im Computer über sie finden? Das gibt's doch nicht. Ich begreif's einfach nicht. Wieso finde ich nichts Positives über Mitchie? Das bringt uns auch nichts. Mit ihr reden haben wir... Ich arbeite noch an Ihrem Fall, Mitchie, aber ich habe bisher noch nichts gefunden. Vielleicht bin ich doch nicht die Frau, die Sie sich erhofft hatten. Verdammt! Jetzt dachte ich, ich komme weiter. Ah, shit, was machen wir denn jetzt? Tut mir leid, falls ich Sie enttäuscht habe, Manny. Fragen wir mal Eva, vielleicht hat sie da eine Idee. Hey, oh. Klappergestell! In mein Büro! Sofort! Sie haben Firmeneigentum mutwillig beschädigt, um so an vertrauliche Unterlagen heranzukommen, um dann mit Ihrem illegal umgebauten Wagen und Ihrem nicht registrierten Fahrer Domino gegen die Karre zu fahren! Alles nur, um ihm seine rechtmäßig zugeteilte Klientin zu stehlen! In dieser Abteilung ist gar nichts rechtmäßig. Sie haben Domino alle guten Kunden. Manny, jetzt schäme ich mich wirklich für Sie. Sie haben die ganze Abteilung in Verruf gebracht. Ich werde die Dame hereinrufen, damit sie sich bei ihr entschuldigen kann. Eva? Miss Colomar, bitte. Sie ist vor etwa 15 Minuten gegangen, Sir. Sie meinte, sie hätte noch einen langen Marsch vor sich und würde lieber losgehen. Marsch? Sie hatte ein Ticket für Nummer 9. Warum glaubt sie, zu Fuß gehen zu müssen? Das war das beste Angebot, das ich ihr machen konnte. Ist dir jetzt klar, warum du alle guten Kunden kriegst? Diese Frau war eine Heilige, eine sichere Kandidatin für ein Doppelendticket. Und nur weil Sie zu blöd waren, richtig hinzusehen, muss sie zu Fuß gehen, da draußen. Ganz allein, auf sich gestellt im versteinerten Wald, mit all den Dämonen und völlig schutzlos. Ist das Ihr Lohn für ein Leben voller Entbehrungen und Wohltätigkeit? Ihre Zukunft, versaut von einem der nur Augen für eine fette Provision hatte. Rein mit ihnen und bleiben sie da, bis die Jungs von oben entschieden haben, was mit ihnen geschieht. Jemand wird dafür bezahlen müssen, Calavera. Und das werde nicht ich sein. Verdammt, was haben wir denn hier? Das ist ein Spender für etwas, das Philodent heißt. Was ist denn Philodent? Cremig wie Softeis. Aber dem Geruch nach zu urteilen, ist es eher Spachtelmasse. Okay, also wir haben... Was haben wir hier? Ich kann da draußen niemanden sehen. Ich kann da draußen niemanden sehen. Also wir haben hier nur einen... Können wir das aufmachen? Hey, ist da jemand? Hm? Wer ist das? Manuel, hast du über deine Tat nachgedacht? Wer ist da? Ich bin du, oder besser... Ich war vor Jahren wie du. Schön, aber momentan bin nur ich, also verschwinde. Ich überlege gerade, wie ich hier am besten rauskomme, bevor ihr reinkommt. Der einzige Weg hinaus, Manuel, führt hinein. Wenn du der Dienststelle immer noch treu ergeben bist, dann bekenne dich dazu. Vielleicht hört das Management dich und nimmt dich wieder in seine Obhut. Wer ist das? Hört sich wie so ein Rebellenanführer an. Meine Loyalität gehört noch immer der DOD, ob du es glaubst oder nicht. Hm.
Braver Junge. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser Einstellung noch früh genug hier rauskommst. Okay, das war also falsch. Hey, Wache! Wie fühlt sich mein kleiner Graf von Monte Cristo? So. Im Ernst? Wer bist du? Ich bin ein Mitgefangener, mein Freund. Kann sein, aber deine Zelle ist viel größer als meine, Kumpel. Hör mal, Amigo, du musst mir jetzt die Tür aufmachen. Wenn du immer noch dazugehörst. Roll dich auf den Rücken, zieh den Schwanz ein und wimmere die Firmenhymne. Ja, ja, ich weiß schon. Verdammt, wir müssen... Der TOD spielt ein falsches Spiel und das werde ich beweisen. Die TOD spielt ein falsches Spiel und das werde ich beweisen. Das würdest du tun? Das könnte der Behörde eine Menge Ärger bereiten. Ich werde diesen Sumpf der Korruption austrocknen. Junger Mann, du bist ein Feind der DOD. Willkommen im Club. Salvador Limones, mit Gast. Wohin bringst du mich? Zum Hauptquartier des ZVS. ZVS? Das Zentralkomitee verlorener Seelen. Wir sind nur wenige, Manuel, aber wir suchen stets nach neuen Rekruten. Okay. Shit, hätten wir noch irgendwas mit dem Kaffeeteiler machen müssen? Du musst unserem Nachrichtendienst helfen. Eva kennst du ja. Manny? Ich war ein Sensenmann wie du, Manuel. Doch dann habe ich in unserer geliebten Dienststelle ein Netz der Korruption entdeckt. Ich habe Grund zu der Annahme, dass die Abteilung die Seelen, die ihr anvertraut werden, betrügt. Ich fürchte, jemand stiehlt die Zukunft jener armen, naiven Seelen, sodass sie keine andere Wahl haben, als allein und schutzlos den trügerischen Pfad der Tränen zu begehen. Schutzlos und allein. Wie Babys, Manuel, wie Babys. Hast du Beweise? Und genau hier kommt ich, Manuel. Oder soll ich Agent Calavera sagen? Manny reicht völlig. Ich will keiner militärischen Organisation beitreten, Sal. Ich will nur meinen Job zurück, damit ich meine Zeit hier abarbeiten kann. Nun, ohne meine Hilfe kommst du nicht einmal aus der Stadt. Das wiederum bedeutet, dass du diese Frau niemals finden wirst. Und somit hast du auch keine Chance, deinen Job zurückzubekommen. Überleg's dir. Wir könnten einander sehr nützlich sein. Nun gut. Wie es aussieht, haben wir keine Wahl. Wir sind jetzt also beim Widerstand. Gut, dann mache ich hier aber auch erstmal eine Pause. Ich hoffe, wir kommen aus diesem komischen Kaffeeautomaten, was das auch immer war. Vielleicht brauchen wir das Ganze ja noch. Und Eva ist echt beim Widerstand. Okay, aber dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.